Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parkstudio. Und der Puffer ist auch wieder mit dabei. Ja, hallo. Ja, hallo. Freue mich schon. Was kriegen wir denn hier heute zu sehen? Ja, heute gibt es das Theming. Das Theming. Das ist richtig, ja. Es war interessant. Ja. Es hat sehr lange gedauert. Der Bauspeed ist halt tatsächlich nicht sehr hoch, aber ich denke mal, wenn ein bisschen Optimierung geht, da schon. Ja, aber gut. Hier auch mit den Wegen. Ja. Sieht am Anfang so aus, so, ja, okay, und dann wurde es doch irgendwie komplizierter. Ja, okay. Aber es ist trotzdem von der Optik her, finde ich es sehr interessant. Sehr realistisch und also wie gesagt, wie beim letzten Video auch schon, ne? Ich mag die Skalierung halt, ne? Ja, klar. Man hat das vorhin an dem Baumstamm gesehen, den du da gemacht hast. Sieht direkt optisch ganz anders aus, ne? Na gut, ne, ist eine andere Textur, ne? Ja, aber dennoch, das also die Teile, ja hier, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja richtig cool. Da brauchst du nur einen Stein und den kannst du skalieren, wie du willst, ja. Spart Teile. Ja, natürlich. Ich habe es auch des Öfteren genutzt, das Skalierung. Ja. Und hier wollte ich tatsächlich mal ein bisschen anpassen an der Bahn. Hat jetzt nur so semi-funktioniert. Okay. Aber der macht mir fehlt den Tunnel nicht, ne? Das wäre ja egal, aber das Problem ist nur, du kannst nicht runterbauen. Du kannst kein Loch bauen. Ah. Das Tool fehlt. Du kannst einfach nur nach oben bauen und kletten. Mehr kannst du nicht. Okay, gut. Aber wir müssen ja immer noch sagen, das Spiel ist in der Alpha, ne? Das genau, deswegen, ich mach da auch jetzt gerade gar nicht so ein Terz. Nee. Es ist halt ein bisschen blöd, dass es gerade da halt ein bisschen fehlt, wenn es hoch geht, aber nicht runter. Ja, verständlich, ne? Aber es ist ja dennoch, was du jetzt bis hier schon auf die Beine gestellt hast, sieht ja schon wahnsinnig gut aus, ja. Ja, wie gesagt, ich habe mir das so vorgestellt, dass wir das eventuell nochmal ein bisschen schöner bauen irgendwann. Also wir machen jetzt noch ein paar Updates und dann nochmal ein bisschen schöner bauen, also mit richtiger Warteschlange und sowas. Ja. Ich meine, du hast das Spiel jetzt schon länger, hast du schon Updates bekommen? Nee, es ist immer noch die Version 0.1.1.e. Mhm. Und genau. Und hier habe ich schon das erste Mal so ein bisschen fremdentzweckt. Ich habe da eine Uhr umgedreht und habe dafür einen Baum draufgesetzt. Ich habe es gesehen, ja. Geht auch ganz gut. Ja, das sieht man. Ja. Nee, ist auf jeden Fall wirklich sehr hübsch. Ne? Also es gibt halt noch nicht so viel zu erzählen, ne? Weil es halt ein Alpha ist. Ne? Also das ist halt das Problem. Ja, es ist jetzt tatsächlich, ich reiß die Version gerade ziemlich aus hier. Ja, ja. Ja. Aber ich sag mal so, dass das sehr viel Potenzial hat, Planko tatsächlich Konkurrenz zu machen. Also wenn es dran bleibt, wenn die Entwickler dran bleiben, auf jeden Fall. Ja. Wenn die dann halt so die kleinen Problemchen ausmerzen, dann kann das schon sehr gut werden. Weil ich habe tatsächlich am Ende Performance-Probleme gekriegt. Oh, okay. Ich meine, es ist ja wirklich immer noch, wie gesagt, sehr früh mit der Version. Ja. Deswegen will ich da auch gerade nicht so große Schlüsse ziehen jetzt. Ja, gut, ich sag mal, jeder Anfang ist immer schwer, ne? Also so ist es ja nicht. Und gut. Wie lange hast du jetzt hier dran gebaut nochmal? Gute anderthalb Stunde, würde ich sagen. Gute anderthalb Stunde, ja. Ja, es ist okay dafür, dass ich das Spiel erstmal lernen muss. Es hätte aber auch schnell, also bei Blendcoast hätte ich das wahrscheinlich in 5 Minuten gemacht, was ich da gebaut habe. Wahrscheinlich, ja. Bauspeed ist ein bisschen noch nicht so ganz da. Ja gut, aber ist ja auch normal, ne? Das ist ja neues Spiel, da muss man erstmal alles kennenlernen, aber hier, guck doch mal, Hier werde ich auf jeden Fall nochmal im Dunkeln zeigen. Wir machen ein Kontrollhäuschen. Oh, schön.
Also nicht direkt in der Station, sondern halt hier so ein einzelnes Gebäude. Mhm. Da sieht man auch sehr schön Licht und Schatten. Ja, das ist auch cool, ne? Ja. Ja, das ist hier schon wieder mit dem Dach, ne? Dass man das skalieren kann. Dann hast du es direkt passend, ne? Ja, das habe ich nicht verstanden. Das, okay, hast du gesehen? Ja, das hat sich nämlich mitgedreht, ja, ne? Ja, ja. Das hat sich nochmal gedreht irgendwie. Okay, krass, ja. Warum es das macht, weiß ich nicht, aber gut, habe ich hingekriegt. Ja, zack, zack, Häuschen steht. Ein paar Bäumchen noch, fertig. Guck mal hier. Das sieht doch klasse aus. So, ja, ist jetzt nichts Besonderes, ne? Boden und alle drum und dran, da muss alles rein. Ist jetzt nicht so toll. Ich muss tatsächlich gestehen, ich bin ja in der Besucherperspektive rumgelaufen und der Tisch ist zu klein. Also ich hätte ihn so normal lassen können müssen. Oh, okay. Ist ein bisschen zu klein skaliert, ja. Ja, aber gut. Ich dachte so, wo ich ihn platziert habe, ich so, Alter, das ist ja ein Riesentisch. Wie viele Teile es dafür gibt, ne, schon in der Alpha. Ja. Ach, hätte noch ein bisschen, also er hätte noch ein paar gefehlt, ich hätte mich halt noch ein bisschen was anderes im Kopf gehabt, aber gut. Ja, gut. Und hier habe ich mich tatsächlich mal am großen Berg versucht. Ja. Geht eigentlich ganz gut. Ich hätte jetzt vielleicht nochmal eine Felswand machen können, aber ja, habe ich jetzt einfach mal nicht gemacht. Ja, ja. Und die Weil, wie gesagt, ich bin ja immer noch in der Ausprobierphase. Ja, ja, ja. Und die Textur, die kannst du auch ändern, ne? Ja, genau, die habe ich ja schon am Anfang schon einmal geändert, da ja. Unten am Platz. Ja. Also das gibt's schon in der Alpha natürlich, ne? Das gibt's schon, ja. Ja, ja, ich finde, das sieht so grandios aus, was du baust. Das sieht irgendwie aus, wie freie Schnauze ist. Und aber dann, ja, ist es auch. Nicht, ne? Ja, gut. Dann, jetzt fahren wir. Jetzt fahren wir sogar mit, ja. Bin ich mal gespannt. Ist immer noch so ruckelig oder hast du noch mal was dran gemacht? Nee, ich habe hier gar nichts mehr dran gemacht. Ah, hast gar nichts mehr dran. Also man könnte noch auf jeden Fall noch ein paar Stellen auf jeden Fall noch mal ändern. Guck, da habe ich so ein paar Leaks drin, so ganz leicht. Ne? Ja. Das ist noch nicht ganz ausgereift, das Spiel. Nee, aber. Und was würdest du sagen von den Soundgeräuschen her und so, von der Achterbahn und kriegt man da irgendwie was mit? Hört sich sehr gut an. Ja? Doch. Ja, und gefällt vom Wetterspiel oder so, wir hatten ja das letzte Mal darüber gesprochen, dass man das Wetter auch ändern kann zu Regen, Gewitter etc. Das ist richtig, du hast den zweiten Part noch gar nicht gesehen, da habe ich es reingemacht. Ah. Am Ende. Da habe ich einmal komplett das Wetterspiel durchgespielt, sag ich mal. Ah, okay, cool. Ja, hier sieht man nochmal beim Dunkeln, das sieht schon gut aus, ne? Das ist ja. Schon also ganz, so Licht- und Schattenverhältnis ist schon sehr, sehr geil, ja. Ja. Das kann Plant Cross auch nicht mithalten. Nee, auf keinen Fall. Das sieht schon sehr realistisch aus. Ja, ich dachte, es wäre eine Tür, aber... Du bist jetzt in der Besucherperspektive, gell? Ja, genau. Ja, okay. Und mit E kann ich auch Türen öffnen, das mache ich jetzt auch gleich hier. Und ein bisschen dunkel hier, ne? Cool. Guck da, deswegen der Tisch ist ein bisschen klein. Ah, guck mal, da stand auch von wegen Coming Soon, ne? Customize. Ja. Bin mal gespannt. Ja, Customize gibt's dann halt auch noch irgendwann. Ich, ja. Also, die Pläne sind da, müssen sie halt nur umsetzen. Gut, ich denke mal, das wird sich jetzt heraus oder dann zeigen, wie oft sich das Spiel jetzt halt in der Anfangsphase verkauft wird, glaube ich. Das auf jeden Fall. Ich muss ja auch sagen, dass mittlerweile viele Videos auf einmal so aus jeder Ecke irgendwie rauskommen. Also irgendwie ist das Spiel hat so einen kleinen Hype vielleicht. Ja, gut. Ja. Ich meine, wenn du mal überlegst, Planet Coaster gibt es schon seit 2016. Ja. Mein, irgendwann ist das auch einfach nur noch alles dasselbe. Ne? Ja, ja, eben. Na, und jetzt kommt was Neues, was mit Unreal Engine ist und ist schon eine ganz andere Hausnummer. Das auf jeden Fall. Ich würde einfach sagen, da das Video ja schon vorbei ist, wir machen das so, wenn ein neues Update kommt, werden wir es mal ein bisschen auf realistisch bauen. Also wir machen eine komplette
Warteschlangen und sowas. Vielleicht macht der Blufer ja damit. Ja, auf jeden Fall. Oder du probierst mal. Oder aus deiner Sicht. Ja, genau. Du hast das Spiel jetzt auch mittlerweile. Ja, ne? Ich kann das ja auch mal testen, aber du machst das Video dazu. Okay, dann mach ich das. Ich habe noch so viele Paktoren zu schneiden. Ich muss sowas mal haben. Ja gut, Rom kommt ja auch noch und dann bin ich ja schon durch mit Videos. Ja. Dann ist Blendcore bei mir aber abgeschlossen, du. Ja, dann muss man was Neues anfangen. Packstudio. Ja, zum Beispiel. Gut, dann vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank dafür, dass du wieder dabei warst. Ja, gerne doch. Und genau, wir sehen uns bis in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüssi. Willkommen auf 7 Cents mit Mitaro, Rick und Bluefire. Achterbahnträume und Gamingfeuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Pläne, Coasters Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von dieser.